Und rüber, los, 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 komm schon, komm schon. Schön ruhig bleiben, schön ruhig bleiben. Kommen wir da schon rein? Nein. Komm schon, weiter geht's, weiter geht's. Wie viel braucht das denn noch? Die hören das doch. Und rein jetzt. Was haben wir hier im Schrank drin? Armeeinterne Korrespondenz. Eine besondere Karte, die es den Soldaten erlaubte, einander Nachrichten zu senden. So konnten sich Brüder miteinander unterhalten, obwohl sie nicht am gleichen Ort stationiert waren. Wenn eins oder mehrere Familienmitglieder starben, stand die Ausmusterung nicht zur Wahl. Manchmal wurden alle männlichen Mitglieder einer Familie ausgelöscht. Entschuldigung. Nochmals. Wenn eins oder mehrere Familienmitglieder starben, stand die Ausmusterung nicht zur Auswahl. Ach so, also kein Erbarmen. Auch wenn mehrere Familienmitglieder bereits gestorben sind oder gefallen sind, gab es kein Pardon, man konnte sich nicht ausmustern lassen. Und wie da steht, es wurden teilweise... Schön in Deckung bleiben. Es wurden teilweise gesamte Familien, ganze Familien ausgelöscht. Was passiert hier? Runter können wir nicht mehr. Oh, clever, clever. Hier können wir wieder über den Baum weg dann. Unten haben wir einen feindlichen Soldaten drin, da können wir nicht mehr weg. Also gehen wir oben rum. Und jetzt haben wir eine Drahtschere, das heißt, wir können hier den Stachel da durchtrennen. Na komm. Jawohl. Jawohl. Komisch, dass die Drahtschere jeweils direkt auseinanderfällt, wenn wir sie benutzt haben. Es scheint wohl deutsche Qualität zu sein. Oh, weg, 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 weg. Und runter, runter, sofort runter. Glück gehabt. Hier oben eine Weinflasche, die benötigen wir jetzt sicher. Wozu benötigen wir die denn? Ach so, hier die Laterne zu zerstören, okay. Okay. Hier weg, weg, schnell weg. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was denn? Na komm schon. Geh weg. Geh weg hier. Jawohl. Und wir nehmen die Weinflasche und weg. Schnell weg hier, weg, weg, runter, runter. Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Puh. Hier rüber. Jawohl. Und hier zerstören wir diese Laterne. Die können uns nicht mehr sehen. Und weiter geht's. Oh, diese spannende Musik halt auch. Die Geräusche und alles. Was haben wir hier? Echt jetzt? Okay. So weit wie möglich nach vorne. Hier setzen und in Deckung bleiben. Wieder mitnehmen. Was haben wir hier noch im Boden? Nein! Uff. Na, das war knapp. Was haben wir denn hier noch? Komm schon. Was ist das da am Boden? Können wir das nicht mitnehmen? Doch, wir können. Und zwar haben wir hier britisches Magazin. Das Magazin London Opinion ermutigte britische Zivilisten, sich freiwillig zu melden. Auf der Titelseite prangte das berühmte Plakat von Lord Kitchener. Kitchener? Keine Ahnung. Dem Verteidigungssekretär, der die Briten mit seinem stechenden Blick, der einen überall hin verfolgt, ermahnt, sich freiwillig zu melden. Ja, das kennen wir ja vom Big Sam aus den USA. Selbes Prinzip. We-
weiß gar nicht, ob es so ein Symbol auch in Deutschland gibt oder in der Schweiz. Keine Ahnung. Was in der Schweiz mit Sicherheit nicht. Da wird einfach jeweils für die Armee geworben mit Werbespots und unterschiedlichen politischen Aussagen. Aber keine. Oh, hier müssen wir hoch. Keine spezifischen Aussagen oder Plakate wie eben gesehen. Oder zumindest weiß ich, kenne ich sie nicht. Hier die Schafe, jawohl. Müssen wir uns bei den Schafen tarnen. Jawohl. Hier schön in Deckung bleiben. Oh, natürlich bewegen sich die Schafe direkt vor. Sensationell gemacht. Was für eine geile Idee hier. Schön in Deckung bleiben. Oh oh. Nur noch zwei Schafe jetzt. Oh, und jetzt? Was passiert jetzt? Was jetzt? Komm schon. Oh, oh, oh. Ich mag diese Dinge nicht. Das mag ich halt nicht. Hier zum nächsten Schaf und in Deckung gehen. Na komm. Na komm schon. Jawohl. Und weg hier. So schnell wie möglich, so weit wie möglich in die dunkle Nacht rein. Komm schon. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Oh oh. Deckung bleiben. Okay, den da drüben, den müssen wir weghauen. Nein! Oh Gott, den können wir nicht. Ich dachte, den können wir schlagen. Aber das ist schon echt, es ist halt schon auch echt schwierig gemacht, denn man weiß nie, kann man jetzt schlagen, kann man da hochgehen, kann man irgendetwas in die Hand nehmen oder nicht. Das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Sobald es dunkel wird, weiter geht's. Jawohl. Na komm. Komm schon. Und direkt in die Deckung. In die nächste Deckung. Jawohl. Und weiter geht's. Oh, oh, das wird knapp. Das wird knapp. Nein, das reicht. Das reicht. Und weiter. Hier in Deckung bleiben erstmal. Nur nicht zu überstürzen jetzt. Haben wir noch was gefunden? Hosenträger. Das muss für jeden Soldaten. Zu dieser Zeit waren sie die populäre Alternative zu Gürteln und boten selbst bei schlammverkrusteten Hosen Halt. Der Mann, der dieses Paar zurückließ, hatte sicher einen guten Gürtel. Ja, die Hosenträger. Die neue Mode von Gucci. Oh Gott. Wird er heute auch wieder in. Was denn? Poh, okay. Entschuldigung, nochmal das Ganze. Es ist echt schwierig. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Denn klickt man nur ein kleines Stück zu weit, wird man gesehen. Oder zu früh wird man entdeckt. Also echt nicht so einfach, wie es hier aussieht. Und weiter geht's. Ich hoffe, dass wir jetzt diesmal besser durchkommen. Und los.
Und die Dunkelheit nutzen und weiter geht's. Und jetzt schießen sie einfach nichts mehr, oder was? Okay. Was kommt jetzt? Sie sind wieder hinter uns her. Na komm. Flieh schon. Komm schon, Karl, du schaffst das. Die holen auf, die holen uns auf. Was ist das? Eine Scheune. Oh, hier haben wir etwas. Was ist hier? Was ist hier passiert? Oh, komm schon. Oh, komm schon. Das geht so schnell. Das ist unglaublich. Man darf sich hier also nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man muss vorwärts gehen und schnell handeln. Der erste Gedanke war natürlich, den Hebel zu ziehen. Aber dann habe ich etwas glitzern gesehen. Und schon war ich abgelenkt. Und schon hat es mich erwischt. Oh komm, der ist doch jetzt nicht gestorben. Wilfried 1914. Geboren. Wilfried hier also gestorben. Ach, ich verstehe. Der hat doch bestimmt die Marke gewechselt. Oh, wie clever. Karl, also am Leben. Oh, da bin ich jetzt aber echt froh. Ich habe mir doch gedacht, das kann doch nicht sein, dass Karl tot ist. Oh, Karl, der Teufelskerl. 15. September 1916. Die blutige Schlacht an der Somme tobte weiter. Etwa 1 Million Soldaten starben oder wurden verwundet. Freddy wurde von den Briten eine neuartige Kriegswaffe anvertraut, die einen bedeutenden Fortschritt in diesem festgefahrenen Krieg darstellte. Freddy also wieder? Doch auch Baron von Dorf setzte auf diese Schlacht, um bei seinen Vorgesetzten zu glänzen. Dieser Scheißkerl. September 15, 1916. Blairs wahrscheinlich. Blairs, keine Ahnung, Frankreich. Tja, an dieser Stelle möchte ich eine weitere Aufnahmepause einlegen. Oh, dieses Spiel, das nimmt mich einfach echt ziemlich ran hier. Es ist ein Auf und Ab, ein Rollercoaster. Eine totale Achterbahnfahrt. Wir haben gedacht, Karl sei gestorben. Wir haben gedacht, Annas Vater und Freddy sind gestorben. Alle drei leben sie noch. Boah. In der nächsten Aufnahme werden wir mit Freddy den Baron folgen. Den Baron jagen und hoffentlich Baron von Dorf endgültig in die Jagdgründe schicken. Das aber beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen in der Welt von Goonicorn. Und damit melde ich mich ab. Hoffe, du bist auch das nächste Mal mit dabei. Würde mich über ein Like freuen. Sämtliche Kommentare sind natürlich erwünscht. Und damit sage ich danke, tschüss und ciao aus der Welt von Goonicorn. Und ich melde mich ab.